Die Wirtschaftskanzlei Sonntag & Partner unterstützt seit der Gründung 1999 beratend und seit 2018 als Mitglied im Sponsor Circle die Patrizia Foundation. Und nun baut sie ihr Nachhaltigkeitsengagement im Bereich CSR-Partnerschaften aus. Herr Thürauf, Sie sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und einer der Partner der Kanzlei. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit der Patrizia Foundation? Wie Sie ausgeführt haben, wir arbeiten eigentlich mit der Stiftung und begleiten die Stiftung seit ihrer Gründung sozusagen in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht durch die Zeiten sozusagen. Da gab es verschiedene Projekte und da haben wir immer gern mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Daneben haben wir natürlich eine gewisse Spendentätigkeit über die Jahre entwickelt. Wir haben auch einen unserer Kollegen, der auch Partner bei uns ist, in den Beirat der Stiftung entsandt. Und natürlich, als das Thema Sponsor Circle ins Leben gerufen wurde, haben wir auch hier entschlossen mitzuwirken, um einfach immer dabei zu sein, was sich bei der Stiftung so tut. Warum ist Ihnen und dem Unternehmen Sonntag & Partner das soziale Engagement im Bereich Bildung so wichtig und wie binden Sie Ihre Mitarbeiter ein? Wir sehen Bildung als ganz wichtigen Bestandteil und als Grund und Herzstück jeder persönlichen Entwicklung. Das sehen wir in unserem beruflichen Umfeld. Da geht es nur mit fortwährender Weiterbildung und Fortbildung. Und so geht es natürlich auch für die Jüngsten. Wer ein vernünftiges Basiswissen, eine Basisbildung hat, nur der kann sich künftig gut entwickeln und entfalten. Insofern ist für uns Bildung in jeder Altersklasse eine sehr wichtige Maßgabe. Das sehen wir als Teil unserer sozialen Verantwortung, uns hier zu engagieren. Auch für die Mitarbeiter und ist es wichtig, dass die Kanzlei neben den beruflichen Rahmenbedingungen hier im Bereich soziales Engagement und CSA mitwirkt. Und es hat natürlich auch weitere positive Implikationen aufs Image und auf die Außendarstellung des Unternehmens. Wie gefällt Ihnen die Zusammenarbeit mit der Patrizia Foundation? Wir mögen das. Das macht wirklich Spaß. Wie gesagt, wir kennen die Stiftung schon seit Jahren. Wir haben sie als professionellen Partner kennengelernt, der sich auch stark weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit ist auf Augenhöhe, sehr partnerschaftlich. Das macht wirklich Spaß. Und was wir als Benefit sehen, dass jeder Euro, der gespendet wird, tatsächlich in die Projekte fließt, da die Verwaltungskosten sozusagen nicht aus den Spenden der Spender beglichen werden. Warum ist Ihnen und Ihrem Unternehmen das Thema CSR, also Corporate Social Responsibility, so wichtig? Als Unternehmen hier aus der Region ist es für uns wichtig, in der Region soziale Verantwortung zu übernehmen. Das machen wir über verschiedene Aktionen. Wir hatten zuletzt eine Weihnachtsaktion, wo wir für ein Waisenhaus gesammelt haben. Darüber hinaus ist auch das Internationale für uns relevant. Hier geht es um die Entwicklung in der gesamten Welt. Da gibt es ja verschiedenste Entwicklungen, die sich da überlagern. Die UN hat mit SDG 4 hier sicherlich vorgelegt, hier diese Bildungsentwicklung zu fördern. Darüber hinaus ist ja auch die Rede oder gibt es Überlegungen, dass Unternehmen in Deutschland künftig verpflichtet werden, CSR-Engagement zu betreiben. Wir wollen solchen Regelungen zuvorkommen und machen das aus eigenem Antrieb, finden das wichtig. Wir haben auch von den Mitarbeitern Feedback, dass sie das wichtig sehen und dass die Bindung zum Unternehmen erhöht. Und insofern war das für uns eigentlich keine Frage, in dem Bereich tätig zu sein. Wie ist die langfristige Perspektive der Partnerschaft? Welche Projekte stehen dieses Jahr noch an? Die Partnerschaft würden wir, wie sie war, gerne fortsetzen und vielleicht um einen weiteren Baustein ergänzen. Die gemeinsamen Beratungsthemen in steuerlicher und rechtlicher Hinsicht sind situationsbezogen sicherlich ein wichtiger Bestandteil. Darüber hinaus freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit im Sponsor Circle. Hier gibt es viele Begegnungen und interessante Gespräche, die viel Spaß machen. Auch die Beiratstätigkeit setzen wir natürlich gerne fort. Mit unserem Projekt Wir machen Schule haben wir bis zum Jahr 2018 eine Schule in Kamerun in Yaoundé gemeinsam mit der Patrizia Stiftung entwickelt. Wir haben das Projekt über mehrere Jahre begleitet und das hat uns viel gegeben und den Mitarbeitern viel gegeben. Einige Kollegen waren auch dort. Ein derartiges Projekt würden wir gerne wieder in die Wege leiten. Hier sind wir gemeinsam mit der Patrizia Foundation zurzeit in der Auswahl eines geeigneten Projekts. Auch unsere Mitarbeiter werden wir dabei einbinden. Wir wissen es jetzt noch nicht genau, wo wir landen, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das neue Projekt. Freuen wir uns auch. Vielen Dank. Vielen Dank.